Dieses Stipendium war sehr attraktiv für mich, weil ich es in Deutschland nicht geschafft habe, in das Medizinprogramm reinzukommen. Medizin zu studieren war aber schon immer mein größter Traum. Da habe ich mich natürlich informiert, was für Alternativen es gibt, wie ich noch in das Studium reinkomme, wie ich das noch irgendwie schaffen kann. Und da bin ich eben über das KV-Stipendium gestolpert. Ich wollte eigentlich sowieso zurück nach Deutschland und zurück in meine Heimat. Von daher hat diese Bedingung mich schon mal nicht gestört. Und Hausarzt ist auch eine Richtung, die ich mir für mich selber sehr gut vorstellen kann. Von daher war das für mich eigentlich eine Win-Win-Situation. Erfahren habe ich da durch die Berufsberatung. Und meine Oma hat mich auch darauf aufmerksam gemacht. Sie hat davon in der Zeitung gelesen. Wie ich schon sagte, war es für mich sehr sicher, dass es in Deutschland klappen wird. Und ich fand auch die Möglichkeit, im Ausland zu studieren, sehr interessant und dachte mir, dass das bestimmt eine einzigartige Erfahrung ist, dass es eine ganz andere Selbstständigkeit auch gibt als ein Studium in Deutschland. Und deswegen habe ich eigentlich nicht gezögert, mich hier zu bewerben. Nach Deutschland zu wechseln, kommt für mich nicht in Frage, weil es mir hier so gut gefällt. Ich finde es sehr schön, wie die Studenten miteinander agieren, dass wir hier alle sozusagen im selben Boot sitzen und alle miteinander kämpfen. Und dass es eigentlich sehr wenig Sticheleien unterhalb den Studenten gibt. Das habe ich teilweise schon anders gehört von anderen Universitäten, wo dann die Studenten wichtige Informationen nicht weitergeben und so weiter. Das gibt es hier gar nicht. Das ist mir so bisher überhaupt nicht aufgefallen. Lerntipps werden weitergegeben, wichtige Termine werden nochmal für alle weitergegeben, damit man sie nicht verpasst. Selbst Lernmaterialien werden weitergegeben von den höheren Semestern oder auch innerhalb des Semesters. Das finde ich sehr schön hier in Peach. Und auch die Professoren sind überwiegend sehr freundlich.